Guten Morgen zum neuen Video. Heute geht es um den Audi TT RS 40 Jahre Edition. Der steht schon hinter mir. Wir haben schon Aulitzki Design dem guten Stück verpasst. Also, ihr seht, wir arbeiten gerade an einem Audi TT RS 40 Jahre Jubiläumsedition über Aulitzki Tuning. So, der Kunde hat von uns Steinschallgutzfolie verlangt plus ein Design. Wir sind jetzt gerade dabei, die Haube fertigzustellen. Kotflügel wurden schon foliert, Dachkante, A-Säule, Spiegelkappen. Sind jetzt gerade dabei, die Haube fertigzustellen. Wir können noch ein bisschen zuschauen. Wir fangen heute mal an mit der Aulitzki Exhaust mit dem KW V3. Eigentlich gibt es noch viel mehr. Upgrade-Lader, Eventuri, also keine Ahnung, so eine lange Liste. Wir werden das Ding auf jeden Fall komplett umbauen. Wir machen jetzt erstmal das Fahrwerk rein und die Aulitzki Exhaust dran. Der Aulitzki Exhaust Aufkleber ist schon dran. Das ist natürlich das Wichtigste. Also muss auch dementsprechend die Anlage rein. Dann, der Kevin schraubt schon hinter mir. Hätte ich gesagt, leg mal los. So, der Kevin hat das Fahrwerk eingebaut, jetzt geht es weiter, Achse raus, Downpipe raus, Turbolader raus und die Abgasanlage
Bis gleich. Turbolader sieht man ja den Vergleich zwischen Original und dem PMP-Lader. Ja, ist schon echt mega krasser Unterschied. Den bauen wir jetzt ein und dann geht's weiter mit der Abgasanlage, also Downpipe und die Abgasanlage. Der Turbolader ist drin, jetzt füllt der Tobi die Flüssigkeiten auf und den Ladeluftkühler rein mit der Venturi-Ansaugung in Outlet. Wird richtig krass. We'll be right back.
Der Tobi macht jetzt auch die Achsvermessung fertig. Und dann machen wir einen kleinen Soundcheck. Und danach geht's weiter am Prüfstand mit Software und der Messung. Bis gleich. Wir sind soweit durch mit der Abstimmung. Wir haben jetzt ein paar verschiedene Sachen noch ausgetestet. Hatten auch schon 647 PS, 750 Newtonmeter. Aber ich fühle mich da nicht wirklich so wohl mit dem Serienblock. Also ohne Kolben und Pleuel zu machen, finde ich das ein bisschen übertrieben. Habe den Kunden jetzt nochmal angerufen, haben uns dann darauf geeinigt, dass wir ein bisschen weniger Leistung fahren. Finde ich persönlich besser. Wir machen nochmal demnächst, was heißt demnächst, wahrscheinlich erst im Winter, einen Teil 2 von dem Fahrzeug. Da wird es dann nochmal Pleuel, Kolben, also sämtliche Verstärkungsteile am Motor geben. Dann gibt es nochmal größere Düsen auch nochmal rein und dann geht man dann nochmal einen hinterher. Aber bis dahin fährt das Auto mit der Leistung. Wir haben uns darauf geeinigt, wir machen jetzt 600 PS, 700 Newtonmeter. Die Kurve sieht mega aus, also wir haben die 700 Newtonmeter richtig schön gleichmäßig übers Drehzahlband bis hinten durch. Nur hinten letzten paar tausend Umdrehungen ganz leicht ein bisschen fallend. Sieht mega geil aus auf jeden Fall, die Kurve, kann man sehen lassen, denke ich mal. Ja, und ja, dann war es eigentlich auf dem Prüfstand. Ich denke, da sind wir soweit durch, sieht alles super aus. Auch in den ganzen Lockdaten. Oh, die freuen sich schon wieder da außen, wie die kleinen Kinder. Weiß keiner, was die gerade schon da treiben. Ja, dann hätte ich gesagt, wir schauen jetzt mal auf die Bahn.
Es regnet gerade fürchterlich. Kann nicht sein, weil es draußen so arg schifft, dass wir jetzt aktuell keine Zeitmessung hinkriegen, dass wir das nicht jetzt gleich sofort machen können. Aber ich will auf jeden Fall, wenn das Video online ist, dass wir die Zeiten noch haben, dass wir euch da noch mit reinhauen können. Ich probiere es dann mal. Falls ich da nicht messen kann, hauen wir trotzdem noch ans Ende vom Video die gemessenen Zeiten hin. Die können wir dann auf jeden Fall noch reinhauen, dass man auch mal ungefähr weiß, was so ein TTRS mit 600 PS Zeiten fährt. Jo, dann hätte ich gesagt, abspannen, raus und dann versuchen wir mal oder schauen mal, wie das Wetter jetzt dann die nächste Stunde wird, dass wir noch eine coole Zeit hinkriegen. So, wir haben es leider nicht mehr geschafft, Zeiten zu messen, weil es heute regnet. Aber der Kunde, der fährt jetzt dann heim, misst die Zeiten und schickt uns die und dann blenden wir die noch kurz mit ein. Müsste eigentlich eine, ja, so irgendwas zwischen um die 6.0 fahren, aber schauen wir mal, was dann rauskommt. Der hat uns gerade eine Zeitenmessung geschickt. 6,10, die blenden auch gleich mal ein. Unkorrigiert natürlich. Ja, jetzt kommt der Carporn. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao.